Am Anfang geben sich beide Seiten noch etwas schüchtern beim Integrationscafé in Oberndorf. Die Gemeinde hat binnen 2 Wochen mehr als 40 neue Asylwerber aufgenommen. Die Betreuung leistet ein soziales Netzwerk, das Freiwillige und die Gemeinde geknüpft haben. Aber es gibt sehr viele Ängste und mit diesem Netzwerk hoffen wir und wollen wir auch dem entgegenwirken. Und es ist jeder eingeladen zu kommen, zu reden, zu fragen. Bürger aus dem sicheren Österreich können hier zum Beispiel auf den Afghanen Sader treffen. Der hatte es gewagt, privat Englischunterricht zu geben und war 3 Tage lang von Islamisten verschleppt worden. They didn't let me to sleep. Sie haben mich nicht schlafen lassen. Ich bin fast verrückt geworden. Sie haben mich auch geschlagen. Und als ich fast eingeschlafen bin, haben sie mir eine Flasche Wasser ins Gesicht geschleudert. As soon as I was about to sleep, they were just throwing a ball of water to my face so that I can't. I was just waking up again. The same thing was happened to me. I was really after 2 years, the last day I was really kind of I was getting crazy. Nach 2 Tagen war ich fast wahnsinnig. Danach haben sie mir gedroht, dass sie mich töten, wenn ich wieder unterrichte. Ich habe mich wirklich nicht mehr sicher gefühlt und habe das Land verlassen. Yeah, because that was really hard. And after that, they threatened me that if you're gonna do that again, we will kill you instantly. No way out. And I just really I didn't feel safe, so I decided to leave that place. Die Verpflichtung zum Engagement verspürt auch die katholische Pfarrgemeinde. Moslems werden uns überhaupt nicht überrollen. Wir haben hier eine Fluchtbewegung und keinen Tsunami und keine Lawine oder was auch immer. Da geht es um Menschen, um Schicksale. Und diese Menschen haben auch einen kulturellen und religiösen Hintergrund. Und es ist total spannend, wenn ich mich auf diese Welten einlasse. Ich kann eigentlich nur gewinnen. Gerade Frauen hört man, kann man auch auf Bürgerversammlungen hören, fürchten sich. Sie fürchten sich nicht. Ich fürchte mich manchmal ein bisschen mehr vor Österreich, als ich mich vor diesen Jungs da fürchte. In Oberndorf wollen sich auch Kommunalpolitiker nicht nachsagen lassen, dass man das Thema Asyl scheue. Unsere Bürger müssen wissen, wofür stehe ich. Was ist meine innerste Überzeugung? Und wenn die nächsten Wahlen kommen, sollen sie auch wissen, wie ich zu diesem Thema denke. Ob die neuen Flüchtlinge Anspruch auf Asyl haben, werden ihre Verfahren zeigen. Die Schüchternheit jedenfalls bröckelt Stück für Stück ab in der direkten Begegnung.